Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hallo. The Totally Human Summer Edition. Und heute mit diesem Video wollen wir das Meer zu dir bringen. Viele von uns können in diese besonderen Zeiten nicht ans Meer fahren diesen Sommer. Nicht alle von uns werden das schaffen oder wollen, aber das macht nichts. Das Meer kommt sofort. Genau, das Meer. Ich bin ja ein Bergkind. Ich komme aus der Innerschweiz und wuchs inmitten von Bergen und Hügeln auf. Aber ich habe schon immer das Meer geliebt. Es hat mich fasziniert, diese Wellen und einfach diese Weite, eben kein Berg vor der Nase, sondern Meer sehen zu können. Und auch dort, ich kann stundenlang das Meer beobachten, wenn ich dort bin. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, ist diese Mischung. Vor allem im Herbst, wenn es wild sein kann und Wellen und groß und laut und es schäumt. Und am nächsten Tag ist es wieder flach und klar wie die wunderbare Haut eines Neugeborenen. Und dieselbe Masse an Wasser verändert ihre Form die ganze Zeit und bleibt doch eins. Und wir werden hier zwei ganz unterschiedliche Metaphern, sogar mit Wörtern, die für uns beide jetzt bei diesen Metaphern etwas anderes bedeuten, erzählen. Und hör nicht auf unsere Worte und bleib nicht so an den Bedeutungen hängen, sondern schau einfach so wie der Hängematten-Feeling. Was kommt bei dir an? Was für ein Gefühl bleibt da übrig? Und geh mit dem. Mhm. Und meine Metapher ist eine von Dicken Bettinger. Und es ist wieder ein Bild, um diese drei Prinzipien oder dieses Verständnis noch tiefer oder aus einer anderen Richtung zu sehen. Und es ist das Bild der Wellen und des ganzen Ozeans. Wir sind immer beides. Wir sind die Wellen. Wir gehen hoch und runter. Wir haben Peace of Mind und dann wieder schlechte Laune. Und wieder Peace of Mind und wieder schlechte Laune. Das ist unsere menschliche Erfahrung. Wir denken und wir fühlen alles, was gerade an Gedanke durch uns hindurchgeht. Und früher dachte ich, sei das Wellenspiel. Ich war hoch und runter und wumm und pam und schön und wieder pané und die ganze Zeit in diesem gewaschen werden von diesen Wellen. Und durch das Verständnis habe ich ein Gefühl bekommen dafür, dass ich auch das darunter bin. Diese 30 Zentimeter weiter nach unten, wo es klar und ruhig und weit ist. Ich bin Wellenspiel und die Tiefe und die Weite. Und du auch. Und je mehr wir das erkennen und spüren und sehen, desto wunderbarer wird auch dieses Gewaschenwerden in dieser totally human, menschlichen Erfahrung. Das ist mein Beitrag zum Meer nach Hause bringen. Danke, Lea. Ich habe mich gerade gefühlt wie in 2008 war ich in Ägypten in so einem Korallengebiet unter Wasser und so dieser stille Weite, wo man unfassbar weit schauen konnte.
und nach oben schaute und dann diese Wellen gesehen hat. Aber ja, also ich werde euch jetzt aber nach Italien verführen. Und zwar, ich habe in Ligurien gelebt, 3 Jahre lang. Und mein Haus war oben an einem Hügel und ich konnte auf das ganze Meer schauen. Und ich bin sehr, sehr häufig am Abend am Strand gewesen, in Diano Marina, so da, wo die ganzen Touristen unterwegs waren. Und am Abend konnte man rausgehen auf die Sandstrände und dort gab es die kühnsten kreativen Ausflüge im Sand, nämlich Sandschlösser, die gebaut worden sind von Kindern, riesige Löcher, wo Familien sich eingegraben haben, Liebessprüche von Paare, die sich gegenseitig ihre Amore ausgedrückt haben. Und am Abend konnte man das alles schön sehen. Am nächsten Morgen bin ich oft runtergegangen, ganz bevor die Touristen wieder wach waren, und habe meinen Hund genommen für einen Spaziergang. Wir dürften vor 9 Uhr auf dem Strand mit dem Hund. Und alles vom Vortag war weg. Alles war weggespült. In irgendeiner Zeit zwischen das Gesehene am nächsten Tag sind die Wellen gekommen und haben über dieses Sand rüber gewaschen und alles wieder glatt gemacht. Und das ist auch so eine schöne Metapher von Dr. Amy Johnson, die ich so liebe. Und die steht für dieses Prinzip Thought und ihre flüssige Natur. Wir haben eine Erfahrung, und Lea hat so schön beschrieben, so diese Aufs und Abs, die wir haben. Und es ist die Sicherheit, dass in jedem Tag mehrfach alles wieder reingemacht wird. Und da kommt eine neue Erfahrung, neue Gedanken, neue Gefühle, die damit einhergehen. Dann alles wieder platt gemacht. Und diese Flüssigkeit und diese stets neue Frische, die wir haben, zu erkennen, hat mein Leben verändert. Ich war, bevor ich auf dieses Verständnis gestoßen bin, immer in dem Gefühl, wenn ich zum Beispiel eine Sandburg vom Unsicherheit hatte, dass ich keine gute Unternehmerin bin und stundenlang im Wald heulend durch die Gegend gegangen bin, weil ich mich so geschämt habe dafür. Ich habe nie gewusst, dass dieser Sandschluss einfach bald platt gemacht wird und eine neue Erfahrung kommt. Und dass sie vielleicht wiederkommt, aber dass das mit mir nichts zu tun hat. Das ist einfach wie diese Wellen auf Sand der natürliche Fluss des Lebens ist, was durch mich durchgeht. Und diese frische, platte Sandstrand, die immer wieder kommt, die hat mir unglaubliche Entlastung gebracht und unglaublich viel Hoffnung. Egal, wo ich gerade stehe, es kommt eine nächste Erfahrung. Mhm. Ja. Genau, das Meer zu dir nach Hause. Ja. Wir freuen uns auf den nächsten Impuls für dich und mit dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.